kommt mit uns auf eine Urbex-Tour durch ein ganz besonderes, verlassenes Hotel. Die Betten sind noch gemacht, das Schwimmbad und die Sauna warten auf nimmermehr wiederkehrende Gäste. Kein Vandale hat diesen zauberhaften Ort je besucht, kein Dieb das Inventar gestohlen. Selbst die Vorratsräume sind noch gefüllt, wenngleich der eine oder andere Nager sich bereits bedient hat. Hier ist alles noch so, als wären die 5 Sterne von Holiday Check gerade vergeben worden. Aber auch wenn es so aussieht, als wäre genug für eine Party da, alles ist abgelaufen. Und ganz lieben Dank an Kingston für seinen aufmerksamen Blick und den Tipp zu diesem fantastischen Ort. Los geht's! Die futzeligen, vom Regen rutschigen Straßen lassen uns gemessen an den Grand Prix-Ambitionen manch eines Einheimischen nahezu schleichen. Aber irgendwann haben wir es dann doch noch geschafft. Am Ufer eines malerischen Baches steht das Gästehaus. Hier gibt es nur Unterkünfte. Das Hotel mit Restaurant steht ein paar Meter weiter stromaufwärts. Und natürlich besuchen wir dies in ein paar Minuten auch. Zunächst aber einmal mehr die Demonstration maximalen Verständnisses der Teilchenphysik. Durch Glas gehen. Hat man es mal raus, wie es funktioniert, ist es eigentlich ganz einfach. Danke, Da Vinci Resolve. Die respektable Population unterschiedlichster Fungi fällt sofort ins Auge und auch in die Nase. Aber zum Glück ist ja Pandemie und ein frischer Zehnerpack von dem FFP2-Gedöns ist immer im Auto. Es ist nicht nur feucht hier drin, das klassifiziert schon als nass. Keine Oberfläche, die nicht von Tröpfchen bedeckt ist. Keine Scheibe, die nicht aussieht wie eine Duschwand nach einer halben Stunde Dauerberieselung. Von den Ausgleichsbehältern der Heizung ist gar stetes Tropfen des kondensierten Wasserstoffoxids vernehmlich. Gruselig. Und nicht mal vor einem Fernseher macht er hier im Erdgeschoss alles konsumierende Schimmel Halt. Das, was man im günstigen Pauschalurlaub am allermeisten vermisst, liegt hier tatsächlich noch immer rum. Frische Handtücher. Also von vor 10 Jahren. Vor der Materialisierung des flauschig-pelzigen Überzugs. Schwarz, Silber, Neonsäurefarben und aus Satin.
die Traumbettwäsche aus den frühen 90ern. Herrlich. Wollten wir immer haben. Aber Muttchen hatte die eiserne Faust darüber. Je höher wir kommen, desto weniger Schimmel gibt's. Später stellte sich heraus, dass all das Wasser durch das undichte Dach in den Zwischenwänden so lange nach unten lief, bis es zum Stau vor der Bodenplatte kam. So bleibt's unten auch in langen Trockenperioden feucht und der Pilz verankerte die ungehemmte Populationsentwicklung im Koalitionsvertrag. Noch mehr von der coolen Bettwäsche. Und so langsam schwante uns, dass das überschwängliche Lob unseres Tippgebers bei weitem nicht übertrieben war. Einfach Hammer. Ein omnipräsenter Tausendsasser, diese Bettwäsche. Ja, hier waren wir schon, aber aus dem Augenwinkel haben wir noch mehr dieser Bettwäsche gesehen. Mussten wir festhalten, ist wie in einem Wimmelbild hier. Der Badezimmerboden ist glitschig. Die Wandfliesen sehen aus, als wäre die letzte Dusche keine 2 Minuten her gewesen. Die Handtücher sind triefend nass und auf dem gefliesten Board steht das Wasser. Trotz der Kälte ist die Luft so feucht, dass sogar unsere Kleidung beginnt, Wasservorräte anzulegen. Trocken rein und durchnässt wieder raus. Das hatten wir auch noch nie.
Der Dachboden überflutet mit Reizen. In jedem Karton, in jeder Ecke stehen sehenswerte Kleinode. Viel zu viel, um sie alle im Video festzuhalten. Zum Ende unserer kleinen Tour hier haben wir die schönsten Funde, die es nicht in die Bewegtbilder geschafft haben, in einer kleinen Diashow festgehalten. Wenn es euch interessiert, bleibt also nach der Verabschiedung noch 2 Minütchen dran. Es gibt tatsächlich Zeitschriften, die sich nur mit der Teddybär-Kultur beschäftigen. Befremdlich, aber auch irgendwie voll süß. Der Weg zum Haupthaus führt über einen Wohnmobilparkplatz. Etwas klischeehaft, wenn man bedenkt, dass die letzten Betreiber Holländer waren. Niederländer eigentlich. Aber das ist nur interessant für den, der weiß. Camping war übrigens eigentlich ganz woanders. Hier gab's Glamping. Schwimmbad, Grillhäuschen und die Haute Cuisine der gutbürgerlichen Küche inklusive. Eine gute Schallisolierung sollte der Caravan aber schon mitbringen. Der Bach rauscht durch die Schneeschmelze auf den nahen Berghängen mit einer Menge Dezibel. Da ist eine Autobahn vorm Schlafzimmerfenster Pillepalle gegen. Die Luft hier im Schwimmbad ist deutlich arider als überall im Gästehaus. Ein unerwartet praktischer Ort, um die klammen Klamotten wieder ein bisschen weniger klamm zu bekommen. Das auf mehreren Richtungspfeilen angekündigte Solarium hat Wahnsinn, eine dedizierte Sonnenbank.
Gemessen an der noch immer feuchten Kleidung bekommen wir trotzdem Lust zum Ménage à deux unter ultraviolettem Licht. Oder wie man Aufwärmen halt nennen mag, ohne profan zu sein. Toilette, Fahrradgarage, wo ist der Unterschied? Richtig, da gibt's keinen. Also zumindest hier nicht. Dies ist der erste kleine Vorgeschmack auf die Gaststätte. 60 Plätze soll diese einst gehabt haben. Allein hier in diesem Keller stehen schon über 200 Biergläser. Aber wir dokumentieren ja nur und urteilen nicht über das Konsumverhalten der Klientel oder den Beschaffungsfetisch des Einkäufers. Versteckt im hintersten Winkel finden wir eine Sauna. Macht sich auch gut auf dem Papier und spart ungemein Strom, wenn der Gast diese gar nicht erst finden kann. Einen direkten Zugang zur Gaststätte gibt's von hier aus nicht. Also bewegen wir uns wieder nach draußen und finden, versteckt in einem Holzvorbau, den Zugang zu einem Keller. Da müssen wir doch gleich noch gucken, was unter Tage hier auf uns wartet. Wie in jedem guten Keller, erwartungsgemäß. Ich meine, wer hat die nicht? Ist doch selbstverständlich. Zum Beispiel eine Forellenfarm.
Die Leitungen der Zapfanlagen hier unten führen direkt nach oben in die Gaststätte. Nicht, dass das ungewöhnlich wäre, aber die Menge unterschiedlichen Gebräus vom Fass muss seinerzeit schon beeindruckend gewesen sein. Und pünktlich zum Ende der Kellertour verkündet die Taschenlampe durch penetrantes Blinken den Wunsch nach etwas Urlaub am Ladegerät. Im Urlaub, das sind die Betreiber angeblich auch. Seit Jahren nunmehr. Die Zimmer im Haupthaus sind erstaunlich groß. Seinerzeit wurden diese als Familienzimmer mit bis zu 4 Betten angeboten. In den 80er und 90er Jahren bestimmt auch gut frequentiert, befinden sich in unmittelbarer Nähe doch viele landschaftlich interessante Ausflugspunkte. Leider haben sich mittlerweile die Ansprüche an einen Familienurlaub etwas gewandelt. Vor allem zur heute gewünschten, besonderen Bespaßung von Kindern findet sich in der Umgebung absolut nichts. Selbst die Instant-Pülverchen sind mittlerweile abgelaufen. Das neueste Mindesthaltbarkeitsdatum, das wir finden konnten, war 2020. Auf einer Flasche Fanta. Aber die kann natürlich nachträglich mal eingebracht worden sein. Das weitest zurückliegende MHD war 2016 auf einem Tetrapack mit haltbar gemachter Sahne.
das Porzellan unzerschmissen in den Regalen zu sehen, das ist uns eine wahre Freude. Hoffentlich bleibt's noch ganz lange so. Erstaunlich viele tote Nager liegen im Bereich der Lebensmittellager. Allesamt müssen sie erst kürzlich verendet sein. Die Verwesung hat noch nicht nennenswert eingesetzt. Wir haben gesucht, aber nirgendwo erkennbare Gifte gefunden. Das Nahrungsangebot ist reichlich, Flüssigkeit ist auch vorhanden. Das ist uns ein kleines Rätsel geblieben hier. Der Zustand des Gastraumes steht in absolut keinem Verhältnis zum schimmelinfestierten Gästehaus. Man könnte meinen, einmal durchsaugen und die nächsten Gäste dürfen kommen. Und etwas erheiternd daran, die kommen immer noch. Mehrfach fuhren auswärtige Autos vor, deren Insassen das Hotel und Restaurant wohl auf der Tourismus-Webseite des Areals gefunden haben und dann verwirrt durch die schon lange nicht mehr geputzten Scheibenlinsen. Essen heute, das fällt wohl aus. Aber die Bewertungen waren seinerzeit durchweg positiv und das Etablissement wird auch mit sehr ansprechenden Fotos präsentiert. Ein paar davon haben wir zum Vorher-Nachher-Vergleich mal in die Diashow am Ende geschnitten. Immer dort, wo wir zufällig mal ein Foto aus der gleichen Perspektive gemacht haben. Denn, dass es diese Webseite noch gibt, haben wir erst beim Schnitt dieses Videos bemerkt. Entsprechend verwirrt waren auch wir von den frequentiert vorfahrenden Fahrzeugen und sind im vorderen Bereich sicherheitshalber ab hier ohne Taschenlampen weitergegangen.
Dies müssen einst die Gemächer der Betreiber gewesen sein. Hier dürfte kein Gästeverkehr mehr stattgefunden haben. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr solch eine Couch vom Anfang der 2000er mal bei eBay Kleinanzeigen findet, bedenkenlos kaufen. Ich hatte die gleiche in Braun, unglaublich bequemes Teil. Man wird beim Filmgucken gar schon narkoleptisch. Hoffentlich schlaft ihr jetzt nach über 30 Minuten nicht gerade auf diesem Modell. Wenn euch unsere kleine Tour gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr sehen mögt, abonniert uns gern. Wir verabschieden uns jetzt noch in eine kleine Diashow mit ein paar vielleicht nicht ganz so ausführlich gezeigten Blickwinkeln. Bleibt gesund und habt ein erfolgreiches 2022. Bis bald.